Yes, geil, wieder ein neues Video fertig gemacht. Direkt mal auf YouTube hochkloppen. Gibt wieder richtig geil Klicks. Nein. Nicht dein Ernst. Ey, scheiß YouTube, wieder keine Subbox getroffen. Ich bin doch so verdammt klickgeil. Nein, Alter. Das zerstört alles. Ich werde meine Abonnenten verlieren. Ich werde Klicks verlieren und Geld verlieren. Glück. Aufschatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, das am Anfang war ein kleiner Spaß, obwohl man es vielleicht gar nicht Spaß nennen kann, denn es war wirklich so, es ist extrem scheiße. Letzte Woche haben wieder bei extrem vielen YouTubern einfach mal die Subbox gefailt. Also die Leute haben nicht gesehen, dass ein neues Video da ist. Ich hatte zum Beispiel auch von einigen größeren YouTubern keine Benachrichtigungen, dass ein Video da ist. Finde ich extrem scheiße, gerade als kleinerer YouTuber, wenn man wirklich auf die Klicks angewiesen ist. Aber kann man halt nicht ändern, ist so. Ich hoffe einfach, dass das YouTube wieder in den Griff kriegt, weil es ist echt sonst ziemlich traurig, wenn auf einmal so die Klicks wegbrechen und du weißt ganz genau, okay, Digga, hat wieder mal die Subbox nicht getroffen, aber ist halt so, können wir jetzt nicht ändern. Ich habe heute nochmal ein Thema mitgebracht und zwar zu Black Ops 3. Das ist so ziemlich das letzte bzw. vorletzte Video, denke ich, was ich speziell auf Black Ops 3 beziehen möchte. Ich werde nochmal eins mit Social Vanity machen, sobald wir die Zeit finden. Ansonsten habe ich halt heute einfach nochmal das Thema mitgebracht und zwar Black Ops 3, wie es mir kurz gefallen hat und dann mal so der Vergleich zwischen PlayStation und Xbox, weil ich habe es ja auf beiden Konsolen gespielt. Und ja, ich fange einfach mal direkt an und zwar hat mir generell Black Ops 3 richtig gut gefallen. Also, es war einfach mal wieder irgendwie Gefühl, was Neues zu spielen. Natürlich, ich habe gerne so eine Diskussion mit Yannick. Wenn man was Neues zockt, ist natürlich automatisch das Game erstmal cool. Und man muss dann halt abwarten, wie es generell wird. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Game echt Potenzial hat. Ich meine, es gibt noch so paar Sachen, die extrem overpowered sind, die auch extrem abfucken. Aber im Großen und Ganzen hat es mir echt gut gefallen. Das Spielgefühl war einfach wirklich richtig nice. Und was mir besonders gut gefallen hat, ich meine, es war zwar zur Xbox Beta nicht mehr so krass, aber einfach dieser Hype, irgendwie, es haben alle wieder BO3 zusammengespielt, es sind wieder so viele Partys entstanden, das hat mir irgendwie so die letzten Jahre Ghosts AW extrem gefehlt, also bei Black Ops 3, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass wirklich alle gesagt haben, hey komm, wir zocken jetzt wieder zusammen alle BO3 und das hat irgendwie extrem Spaß gemacht, ich habe auch wieder viel in Partys und so weiter gespielt und ja, das war so das Gefühl, wo ich sage, hey, das war auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Ansonsten kann ich halt bloß sagen, dass die Waffen mir extrem gut gefallen haben. Ich habe zwar nur 3 oder 4 Stück gespielt, aber die waren echt gut. Die waren auch eigentlich alle relativ gut ausbalanciert. Mir haben die Maps gut gefallen, auch wenn ich mit dem Warrun noch nicht so richtig zurechtkomme, beziehungsweise hätten sie das auch rauslassen können, meine Meinung. Ja, und die Spezialfähigkeiten, da muss man einfach mal schauen, wie stark die dann wirklich sind. Aber so im großen Paket muss ich sagen, dass es mir echt gut gefallen hat. Ich will noch mal kurz auf einen Vergleich kommen und zwar zwischen die PS4-Version und die Xbox One-Version von Black Ops 3. Und zwar gibt es da wirklich einige Unterschiede. Ich habe hier von The Gaming Soldiers eine schöne Nachricht bekommen. Übrigens stehen unten in der Videobeschreibung, die machen wirklich aktuelle News rund um Call of Duty. Also die sind auch richtig auf Zack, die Jungs. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, würde ich mich freuen. Und er hat mir auf jeden Fall hier geschrieben und zwar von Eurogamer einen Beitrag. Die haben einfach mal die Black Ops 3 Version miteinander verglichen. Und zwar ist die Xbox One Version nur eine Auflösung von 1600x960 FPS und die PS4 Version in einer Auflösung von 1920x1080, also Full HD, auch mit 60 FPS. Das zeigt eigentlich hier schon wieder, dass die PlayStation Version um einiges besser ist. Man hat es auch wirklich gesehen, also ich habe ja wirklich direkt nach der PS4 Beta habe ich die Xbox One Beta gespielt und man hat wirklich den Unterschied gesehen, dass auf der Xbox One es etwas schlechter aussah. Es war jetzt nicht mega schlecht, aber es sah definitiv schlechter aus als auf der PlayStation 4. Was ich aber noch toll finde, und zwar, die haben jetzt wirklich hier mal auch versucht, diese FPS zu vergleichen. Die Xbox One hat zwar nicht die Full HD Auflösung, aber das Game läuft immer auf 60 FPS. Bei der PlayStation 4 ist es leider so, dass es in manchen Situationen dazu kommen kann, dass man es auf 50 FPS runterbricht, das Game, was natürlich extrem schade ist, weil die 10 FPS, wenn die auf einmal wegbrechen, die kann man wirklich merken, vielleicht jetzt nicht als normaler Spieler oder so, aber ich denke, einige Profis bzw. welche, die richtig hardcore suchten, werden das merken, dass da hier und da mal die FPS-Zahl wegbricht.
Ja, finde ich schade, dass sie das nicht ganz hinbekommen haben. So finde ich, gleicht sich das Ganze irgendwie wieder ein bisschen aus. Also mir hat wirklich die Grafik auf der PlayStation 4 besser gefallen, aber man muss halt sagen, wenn es wirklich mit den FPS und so weiter so ist, ist es wahrscheinlich auf der Xbox One flüssiger. Sieht natürlich nicht ganz so schön aus. Was aber für mich ein riesengroßer Nachteil ist, das kann ich aber nur als deutscher Gamer beurteilen, beziehungsweise hier, wo ich jetzt wohne. Und zwar war das Problem einfach bei PlayStation 4, ich hatte auf jeden Fall richtig krasse Probleme, Serverprobleme. Das lag aber einfach daran, dass es einfach extrem viele Leute gezockt haben, wahrscheinlich die Server überlastet waren. Ich habe dann aber auch noch Xbox One Beta gezockt, wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt habe. Und zwar war da das Problem, ich habe auch Lobbys gefunden, teilweise sogar besser als auf der PlayStation, aber die Lobbys waren richtig schlecht. Ich weiß nicht, die Connection war irgendwie... Ja, Yannick wird mich jetzt wieder auslachen, aber Connection, das war eigentlich, die Schüsse haben nicht so connected, wie sie sollten. Das Gameplay war irgendwie total schwammig. Also ich weiß nicht, das hat sich nicht so schön angefühlt wie auf der PlayStation 4, hat mir wesentlich besser dort gefallen. Und auch Magic hatte irgendwie das Gefühl, dass das alles ein bisschen komisch noch läuft. Natürlich weiß ich nicht, wie das Ganze aussieht, wenn es dann released ist. Aber so der erste Eindruck hat es mir auf jeden Fall auf der PlayStation 4 besser gefallen. Nicht nur von der Grafik her, sondern einfach vom ganzen Spielerlebnis her. Und auch wie viele Leute da online sind, also bei der Xbox One ist das leider wirklich ganz schön abgebrochen, meiner Meinung nach. Ich finde halt nicht mehr so viele Lobbys, ich scheine auch immer dasselbe Lobby und das finde ich extrem schade. Deshalb werde ich, weil mich ja viele gefragt haben, auf der PlayStation 4 zocken. Ja, das so vielleicht am Rande erwähnt, wie gesagt, nur mal eine grobe Zusammenfassung nur über das Game, werde ich mit Social Vanity machen, dass ihr wirklich zwei Meinungen habt und nicht nur meine. Und ja, ansonsten soll es das mit dem Video schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus. Pew.